Willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge Catalyst. Wir haben hier vor uns die nächste Mission von Plastic. Near to the ground, help Plastic expand her metagrid access. Tap all the data points before the firewall shuts down the system. No problem. Oh, shit. Shit, 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 shit. Wie komme ich denn da zu dem einen Punkt vor allem hin? Fuck. Hopp. Yay. Okay, ich schätze mal, dass es jetzt hier einen Weg gibt. Beziehungsweise. Nein. Oh, wie komme ich denn an? Ich muss da hoch. 5 von 10, habe ich das gerade richtig gesehen? Ach du Scheiße. Holy fuck. Shit. How the fuck do I get up there? Come on. Ernsthaft? Ah, shit, hey. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Das wollte ich jetzt gerade erstmal so ein bisschen herausfinden, eigentlich. Hab aber, um ehrlich zu sein, nicht die leiseste Ahnung. Da kommt man hoch. Okay, I have to try this again. Good luck. Thank you so much. Da geht's doch hoch. Hopp. Fuck, hey. Shit, werde ich von da ran müssen. Ah, verdammt. So, hopp, hopp. Oh, shit. Okay, ja, den hier erwische ich gerade noch jetzt. Das dürfte der letzte sein. 8 von 10, scheiße. Fehlen tatsächlich noch 2. Okay, let's see. Hopp. Hopp. So. Dann da. So, zu dir darauf. Von da wischen wir auch den da normalerweise. Normalerweise, jetzt gerade hat es noch funktioniert, hätte ich irgendwie gedacht. Shit, hey. So habe ich ihn erwischt. So, da sehe ich 2 da hinten. Oh, Mist, jetzt habe ich leider nicht aufgepasst, wie viele noch übrig waren. Aber ich glaube, dass das jetzt da gerade gar nicht so verkehrt war, um ehrlich zu sein. Oh, was machst du denn? Hopp. So. Sehr nice. So. Hopp. Yay. Komm, beeil dich. Oh shit, da bin ich zu hoch, befürchte ich. Oh fuck. Ah, ich drück das dann immer weg. Mist. Okay. Let's try this again. Let's try this again. So, mittlerweile doch eine leichte Routine drin. Zum Glück. Sonst könnte ich ja hier komplett einpacken.
kommen. So. Ah, shit. Komm, komm, komm. Die Idee war richtig. Yes. Wow. Holy shit. Klingt doch gut. Wenn wir bald hier die ganze Stadt, wenn wir ihr Zugriff zur ganzen Stadt gewähren. Kann nur von Vorteil für uns sein. Alter, hier gibt es so viele von den Dingern. So. Die sammeln wir jetzt hier gerade mal alle, wenn wir schon da sind. Ganz klar. Was wir hier sehen können, können wir schon mal sammeln. Okay, hier erstmal noch hier oben und dann noch zum Schluss da unten. Da ist noch so ein Chip. Security Chip. Hopp. Yay. So. Hopp. Okay, genau, da unten habe ich gerade noch den einen gesehen. Hopp. Cool. Fucking cool. Ah, da ist das nächste Grid Node, damit wir hier dann auch mal uns etwas freier bewegen können. Und dann geht's bald zur Hauptmission weiter. Payback. So, in die Richtung müssen wir. Da ist das nächste Grid Node. Oh, das Ding da hinten habe ich gerade noch gar nicht gesehen. Gehört natürlich auch uns. Yay. Wenn ich Runner Vision drücke, kommt kein Streifen, der mich führt. Jetzt. Ah, da hoch. Oft gar nicht so einfach, sich hier zu orientieren. Ich meine, ich habe sowieso keine Orientierung, mal abgesehen davon. Das macht es halt nicht einfacher. Schauen wir mal. Wir nehmen natürlich alles, was wir irgendwie unterwegs finden, mit. Also bis auf die Herausforderungen, aber solche Sachen hier nehme ich dann schon schnell mit. Bringt mir das was, wenn ich jetzt da hochkletter? Wahrscheinlich mal wieder nicht. Ich muss dann eh wieder runter. Bei meinem Glück. Ah! Ha, cool. Da war dann doch was. Ich werde jetzt tatsächlich fast einfach auf doof runtergesprungen. Da kann ich reinspringen. Hopp, in der Hoffnung, dass ich treffe. Puh. Huhu. Gedacht, so ein bisschen am letzten Eck, oder? Befürchte ich gerade, war das schon. Okay, da geht's da unten weiter. Halt dich fest. Glück gehabt. Shit. Weil ich immer einfach überall hinspringe, blind. Das ist nicht so gesund, ehrlich gesagt. Ah, darüber. Okay. Okay, okay, okay. Hopp, und da dürfte es auch schon sein, langsam, oder? Nee, das ist es noch nicht, okay. Aber weit weg ist es nicht mehr. Bin ich mir gerade ziemlich sicher. Hopp. Da ist es. Let's do this. Subvert the grid node CCU and connect it to your beat link in order to expand your coverage in the city. Let's do this. So. Ah, genau. Kann man die Wand hier einreißen. Sehr schön. Nice. Here we are. Bewegen sich die rein und raus, die Dinger? Ernsthaft? Dann kriege ich, glaube ich, so ein
bisschen Schreikrampf gleich, weil dann werde ich oft abstürzen. Okay, da muss ich mal als erstes hoch. So, gehen wir hier rüber. Hopp, hopp. Zack, und schauen, dass wir über die Gangway hier... Ah, Eto pull down. Cool, okay, das ist praktisch. Hopp. So. Jetzt kommen die Laserstrahlen noch dazu. Erschwerend. Moin! Sie hat sich schon so weit abgestoßen. Mist. Okay. Heißt genau, warten, bis der wieder rauskommt und dann springen. So. So, noch mal ein Stückchen höher. Na. Was war denn das? Ist der jetzt unter mir reingefahren und ich hab's nicht mitbekommen, oder wie? Shit. Ja, ist er. Ich krieg die Krise, ich schwör's. Weiß man, welche da bleiben und welche reinfahren? Shit, hey. Ja, das hat jetzt einfach mal nichts gebracht. Ach so, ich muss da hoch. Das kann ich ja darüber machen. Hopp. So. Cool. So. Schön Gleichgewicht halten. Yay. So. Schaut's aus, okay, du kannst... Oh, genau, du kommst raus. Da muss ich rüber, wie mache ich denn das? Ohne durch den scheiß Laser da zu kommen. Oh. Gar nicht so einfach. Shit. Shit, 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 shit. Habe ich schon shit gesagt? Aber wir haben schon Erfolg dafür bekommen, dass wir es geschafft haben, ohne irgendwas, ohne irgendjemanden auf uns aufmerksam zu machen. Da bin ich recht happy. Nochmal schaffe ich es offensichtlich nicht. So. Eigentlich müssen wir ein Stückchen höher. Was hier gerade nicht funktioniert. Muss ich da hin, oder wie? Au. Ja, muss ich scheinbar. Ups. What? Oh, das Ding ist unter mir wieder weggefahren. Shit. Also die Dinger machen mich doch ein bisschen wahnsinnig. So. Genau. Dann kommst du brav wieder raus. So. Und dann können wir darüber. So. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist doch 1:1 das gleiche. Muss ich vielleicht doch hier raus und da draußen irgendwie weiterklettern? Ja, muss ich offensichtlich. Fuck, hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ich habe gedacht, da, hier ist der Ausgang. Das Ding ist eh gleich in der Nähe irgendwo. Aber gut. So viel dazu. Man merke, nicht denken. Hoppala. Oh, der hat ein bisschen weit weg ausgeschaut.
Puh, es wäre ein kalter Tod geworden, oder? Nee, kein Tod. Da ist doch gar nichts. Na gut. Ich hab gedacht, das ist einfach nur ein Loch. Okay. Das heißt, hier rüber wieder schön Gleichgewicht halten, Faith. So. Bei dem Namen Faith hat die Gefangene auch so geschaut. Als ob ihr der Name was sagt. Wahrscheinlich ist es auch so. So, hopp. Der war knapp. So. Cool. Na, es geht doch voran, hätte ich gesagt. Hopp. Puh. So. Rauf da. Gut, da oben geht's hin. Nein. Shit. Ich war mir ziemlich sicher, dass ihr den Sprung so machen muss. Aber gut. So viel mal wieder dazu. Ich wüsste nicht, was hier sonst geplant wäre. Aber okay, man muss die zweite Wand auch noch als Zwischenschritt mitnehmen. Das habe ich jetzt kapiert. So, hopp. Dann sollten wir jetzt langsam mal beim Terminal sein, eigentlich, oder? So, geht's noch durch die schöne hell beleuchtete Tür? Gibt's hier irgendwo was? Nope. Nope, nope, nope. Yay. Ups, drunter gerutscht. Exit the grid node. Aber liebend gerne doch. Oh. Wow. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Boah, fuck, hey. Ich meine, zum Glück stand das Ding da. Wenn das jetzt nicht da gewesen wäre, dann wäre es das gewesen. Ich meine, sie ist ja wie ich. Sie springt halt auch einfach überall immer blind hin. So, nächster Fast Travel Point müsste fertig sein. Und hey, wir haben wieder so viele Erfahrungspunkte zum Vergeben. Da gehen den Sentinel mehr Schaden machen. Yes, unbedingt. Mehr Stamina. Of Damp Rain, both penetrating and blunt trauma, okay. Stun Advantage, was ist das hier? Switch Place, ach so. Stumbling or Stunned Opponent, oh. Gibt's hier irgendwas Neues? Disrupt. Ah, cool, das ist praktisch. Was gibt's da noch? Hunter Drone. Ah, Disrupt AI. Temporary System and Defense Shutdown that leaves it susceptible to heavy traversal attacks. Power Storage. Gibt's da noch? Disrupt Plus. Okay, increased disruption range und decreased charge requirement. Cool. Grid League Mapping gibt's dann irgendwann noch. Focus Shield, ja, das interessiert mich ehrlich gesagt dann nicht so. Ich bis jetzt nicht wirklich kapiert, was das ist und was das kann, wenn ich ganz ehrlich bin. Traversal Damage gibt's hier irgendwann. Damage for direct heavy traversal attacks. Ah, cool. Increased damage for heavy traversal attacks from above. Was bringt mir dieses Switch Place? Achso, get behind an opponent. Ja, das nehmen wir mal. Und den letzten Punkt behalte ich mir jetzt erstmal auf. Als nächstes geht es ja Richtung Hauptmission tatsächlich weiter hier. Payback. Gibt's da einen Punkt in der Nähe? Also so ein Safe House? Nee. Ist natürlich genau in der Mitte von allem einfach mal. Wobei, ich muss eh hier rum. Da kann ich auch per Fast Travel zu dem nächsten Safe House, wollte ich gerade sagen. Aber, ach, jetzt geht's.
Schon kurz gedacht, das geht nicht, dass man zu dem Safehouse aus irgendeinem Grund nicht schnell hinreisen kann. Alles klar. Hey, Hex Green. Dann würde ich schon mal sagen, auf den Weg zur nächsten Story Quest begeben wir uns dann in der nächsten Folge. Die Folge beende ich hier. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst mir einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.